Herzlich willkommen mit mir, mit den lichtvollen Wesen auf dem Weg ins Licht, in unser Herz und in unsere Ganzheit, in die Kraft, in das Vertrauen. Ich verbinde mich mit der Mutter des Lichts. Und wir schauen, was sie uns heute sagen möchte oder ob vielleicht noch jemand anderes aus diesem lichtvollen Feld mit uns spricht. Und du kannst dich von Herzen mit ihr verbinden, dieses große, lichtvolle Tor, das sich öffnet, und diese Energie, diese Leichtigkeit und Liebe ganz einladen. Ich bekomme das Bild, wie sie die weiße Taube zu uns, zu dir, zu mir, so fliegen lässt. Reinheit und Frieden. Und sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Eine wundervolle, reine Energie, die uns verbindet. Die Taube symbolisiert den Frieden, den reinen Geist, denn der Frieden ist die Energie, die du selbst herbeiführst, für dich selbst, Frieden in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Und ich berühre dein Herz, eine ganz sanfte Berührung. Und dich in dieser Energie willkommen zu heißen. Und so, dass du dieses unendlich weite Feld noch mehr betrittst und dich in dieser Energie zu Hause fühlst. Dieser Energie gibt es kein richtig, kein falsch. Es ist ganz reines Licht. Und du kannst dich in diesem reinen Licht baden und dir vorstellen, wie es dich durchflutet, dein Herz
Chakra. Alle Energiezentren und dein ganzes Feld. Und dir vorstellen, wie das Licht in deinem Herz rein und klar strahlt. Und diese Strahlen durch deinen ganzen Körper in dein ganzes Feld und noch weiter in den ganzen Raum strahlen, in alle Richtungen. Wundervolles, reines Licht, dass du bist. Und ich nehme jetzt ganz viele Engel und Lichtwesen wahr. Der Erzengel Michael, der so im Mittelpunkt vor mir, vor dir steht. Und er sagt, ich stehe hier in Verbindung zu all diesen lichtvollen Wesen, zu dir. Ich, Erzengel Michael, ich erkenne die Sanftheit, das Licht in deinem Herzen und ich übergebe dir eine ganz klare, strahlende Lichtkraft. Gemeinsam, wir, die Engel, unterstützen dich. Und wir erheben die Schwingung, das Licht, das Leichte. Wir haben die Menschen ganz lange Zeit begleitet und erkennen die Veränderung der Zeit, die wir auch mit gemeinschaftlich mit dir neu erschaffen. Das Wesen Mensch, das in lichter Form auf die Erde kam, mit der Absicht, ein wundervolles Feld zu erschaffen, das sich gegenseitig unterstützt. Der Kreislauf des Lebens, des Lichts, der Menschen, der Natur. Das so sehr in ein Ungleichgewicht verfiel und alle ihr Menschen, die jetzt wieder da auf der Erde zurückgekommen seid, habt diese Entscheidung getroffen.
wieder dieses Gleichgewicht herzustellen. Der reine Kanal oder dem reinen Kanal zu dienen und diese alten, schweren Energien zu befreien. Du erkennst die Energie, die zu dir strömt, die wir jetzt in diesem Moment in dein Feld, in dein Körper, in dein Bewusstsein strömen und alles aufhellen. Die Gedanken, deine ganze Aura, wir haben diese Energie, das Licht, die klare und freie Energie. Die uns erweitert. Wir Engel, ihr Menschen, die Liebe, das Herz, das Licht ist dasselbe. So erinnere dich. Erinnere dich an die Einheit. Und das reine Licht, das du bist. Und stärke dich darin, im Vertrauen zu sein. Um wieder ganz frei zu sein. Frei in deinem Körper, auf der Erde, frei in deinen Gedanken, in deinem Geist, in deinem Handeln und frei in deinem Herzen, frei und lichtvoll. Diese Energie befreist du. Diese schweren, alten Strukturen, Gedanken, Ängste. Und alles, was sich löst. All diese Energien. Transformieren sich in ganz reines Licht. Ganz reines Licht, das wieder zu dir zurückkehrt in dein Herz, dich stärkt. Dich nährt und das ganze Vertrauen
und die Kraft wieder zu dir zurückführt. So erkenne dich in dieser Vollkommenheit. Und erinnere dich immer wieder an dein Licht. Und deine eigene Kraft. Und gehe ganz mutig deinen Weg in Liebe zu dir und in Liebe zu allem, was ist. Ich bedanke mich bei der Mutter des Lichts, beim Erzengel Michael und bei allen Engeln, die ich so in einem Halbkreis wahrgenommen habe. Ja, und bei dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.